Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial von Digital Game Boy. Wie ihr seht, ein neues Wallpaper, ein cooler Background. Ich finde ihn cool und wenn ihr ihn haben wollt, schreibt mir einfach eine PM. Zu diesem Tutorial, ich will euch zeigen, wie ihr mit dem Dino Broadcaster ein Video auf Justin TV streamt, ohne großes Pipapo und ganz einfach. Was ihr natürlich dazu braucht, ist ein Justin TV Account. Der ist natürlich kostenlos. Ich habe hier einen kleinen Account gemacht. Nichts Besonderes. Habe auch noch, glaube gar nichts gestreamt. Und es gibt natürlich viele Möglichkeiten zu streamen auf Justin TV. Zum Beispiel mit Webcam, mit eurem Android-Handy. Oder eben hier Desktop oder Videospiel kommt genau das gleiche aus. Mit dem Desktop könnt ihr Wirecast ist für 449 Dollar eine sehr teure Lösung, um eure Webcam zu streamen. Und der Flash Media Encoder, auf den werden wir in einem anderen Video mal eingehen. Was wir damit wollen, ist zum Beispiel eure Videogames zu streamen oder eben ein Video. Und damit streamen wir mit Dino Broadcaster. Diesen könnt ihr viele Seiten benutzen, eben für Videospiele, für Konsolenspiele oder auch für Videos. Ihr ladet das einfach hier runter, installiert es und findet es auf eurem Desktop. Das Programm einfach öffnen. Jetzt hoffe ich, dass es sich gleich öffnet. Not now. Jetzt habt ihr hier das Programm und jetzt gibt es eben diese Möglichkeiten, wenn ihr dieses Zeichen einfach auf euren Desktop streamt, dann streamt es zum Beispiel euer Desktop. Wenn ihr aber hier auf Kamera geht, dann könnt ihr hier zum Beispiel ein Video streamen oder eure Webcam streamen. Aber zuerst schauen wir uns die Option an und da sieht es, wenn ihr auf Kamera geht, so raus. Automatisch, das heißt Optimized for Network Speed. Das ist eigentlich eine recht gute Einstellung. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr gutes oder schlechtes Internet habt. Und dann kommt es drauf an, wie euer Internet ist. Und dann in dieser Qualität streamt es auch. 25 FPS läuft flüssig. Solltet ihr lassen, wenn ihr gutes Internet habt, könnt ihr auch 30 FPS streamen. Und die maximale Bitrate ist 1 Mbps. Ist super, ist gute Qualität. Natürlich kommt es dann auch darauf an, wieder wie schnell euer Internet ist. Bei mir passt das alles wie mein Internet, deswegen könnte ich gleich ein Video streamen. Ich gehe auf Kamera, warte bis der Media Folder sich öffnet oder auch nicht. Jetzt. Hier klicke ich auf Media File, klicke auf Pros und hier nehme ich jetzt ein Video, was ich selber aufgenommen habe. Das sind alles meine selbst aufgenommenen Sachen. Öffne sie. Jetzt sehe ich hier, die Daten. Klicke auf Broadcast. Jetzt kann es sein, dass bei Windows 7 mal keine Rückmeldung kommt und das Programm sich aufhängt. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht der Fall. Nein, ist es nicht. Und jetzt ganz einfach. Ihr klickt auf Play und es streamt. Jetzt könnt ihr hier den Ton ganz leise machen, dann nervt es euch nicht. Und könnt euren Kanal öffnen. Der ist hier. Und jetzt ladet der natürlich jetzt ein bisschen mehr. Aber hier seht ihr der Livestream und die Qualität hackt auch jetzt noch ein bisschen. Aber es sollte ganz okay sein. Jetzt kommt Werbung. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall ist das eine sehr einfache Möglichkeit. Ich schließe mal wieder. Videos zu streamen auf euren JTV-Account. Es gibt viele andere Möglichkeiten, auf die werde ich in den nächsten Videos noch eingehen. Also klickt abonnieren und folgt mir einfach, damit ihr wisst, wie ihr es mit dem Flash Encoder machen könnt und wie ihr es mit dem VLC-Player machen könnt. Das ist zum Beispiel auch eine gute Alternative, denn da könnt ihr Playlists streamen. Zum Beispiel für Server ist das sehr gut. Das war Digital Game Boy. Ich hoffe, es hat euch gefallen
und wir sehen uns im nächsten Video oder in dem nächsten Tutorial. Ciao!